Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es um die neuen, Einhorn-Boosterstäbe. Da werde ich euch gleich zeigen, wie du damit arbeiten kannst, wie du sie kombinieren kannst und für was sie sich eignen. Ja, die sind ja besonders gut für alle beziehungstechnischen Dinge, Dualseelenprozesse etc. Und wir werden gleich auch Energiearbeit machen damit, damit du auch mal die Energien spüren kannst und aber auch gleichzeitig ein Thema von dir bearbeiten kannst, was dich gerade auch beziehungstechnisch belastet, was du vielleicht in Balance bringen möchtest. All das werden wir gleich machen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. So, meine Lieben, und da haben wir auch die Stäbe schon. Und ich möchte gerne heute auch ein Beziehungsthema mit euch bearbeiten, was du aktuell gerade hast, ja, wenn du vielleicht im Dualseelenprozess bist, wenn du eine schwierige Phase gerade in deiner Beziehung hast, irgendetwas, was nicht läuft, was dich auch blockiert, dann werden wir heute daran arbeiten und dafür einen Chakrenausgleich machen, auch mit Hilfe von den Maya-Pyramiden. Und die Einhornstäbe wirken da natürlich mega, mega hochschwingend. Ja, das sind die Stäbe. Ich weiß nicht, ob man das so richtig sieht, weil es vom Licht jetzt irgendwie nicht so gut belichtet ist hier heute. Die sind natürlich auch wie alle anderen Engelstäbe handgemacht hier in Deutschland, handgefertigt und sehr, sehr hoch schwingend, wie die Engelstäbe auch. Ja, also die sind wirklich von der Energie nicht zu beschreiben, weil natürlich die Engelenergien und die Einhornenergien kombiniert worden sind. Jedes Werkzeug ist von mir immer auch für 30 Minuten aktiviert. Das heißt, wenn du dieses Werkzeug einfach nur in den Händen hältst, hast du 30 Minuten wie eine Fernübertragung. Das heißt, wenn du auch damit arbeitest, dann läuft eigentlich der Prozess komplett automatisch ab. Ja, der Stab, der macht eigentlich alles das, was er soll und unterstützt dich. Und du kannst ihn wirklich auch benutzen für Behandlungen, wenn du Fernbehandlungen machst, Behandlungen auf der Liege machst mit Energiearbeit, für Rituale, für das Kartenlegen zum Ausgleichen zum Beispiel des Kartenblattes. Ja, ich habe hier ja auch die Kartenmatte, ne? Dann kann man auch über das Blatt nochmal gehen und gleicht die Energien dann auch nochmal aus, wenn du Karten legst. Ja, falls du das Kartenlernen möchtest, kannst du das auch bei mir machen. Da habe ich ja auch meinen Online-Kurs, der nie endet. Ja, da gibt es eine Facebook-Gruppe und da treffen wir uns immer einmal im Monat und besprechen auch weitere Themen, wenn Fragen sind. Und da bildet sich immer eine größere Community und das ist ganz schön, weil man sich immer wieder auch untereinander austauschen kann. Und das Kartenlegen auch ein ganz wichtiger, ja, Punkt ist, ein ganz wichtiges Tool ist auch in Energiearbeit, um mal kurz einfach zu gucken, in welche Richtung geht etwas. Ja, ich sage immer, das ist wie so ein Rad von einer alten Frau, die uns unterstützt. Ja, dann kannst du es natürlich nehmen für die Aura- und Chakrenarbeit. Wir werden sie heute eben für die Chakrenarbeit hier auch nutzen und auch bei noch so viel mehr. Ja, also du kannst sie auch zum Beispiel einfach in der Tasche mitnehmen. Ja, auf Reisen wirken sie für dich oder auch wenn du Geschäftstermine hast. Ja, ich habe auch immer verschiedene Stäbe immer bei mir in der Handtasche, was ich gerade so fühle, welche Energie ich brauche. Na, also da kann man die natürlich auch super gut einfach mal mitnehmen. Und auch wenn du sie einfach nur in die Hand nimmst, kannst du deine Energie damit wieder aufladen. Ja, wie gesagt, halbe Stunde Energieübertragung, das ist dann wirklich so, als wenn du ja eine halbe Stunde Fernbehandlung bekommst. Ne? Das ist wirklich ganz, 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 ganz schön auch zum Energieaufladen für dich selber. Ja, gibt um neue Kraft, neue Mut, neue Energie. Gerade auch eine tröstende Energie finde ich auch mit den Einhorn-Energien immer, gerade wenn es auch um Liebesthemen geht, Liebesthematiken geht, dann wirken sie natürlich auch für dich. Also diese ganze Einhorn-Serie, die ich jetzt neu gemacht habe, die eignet sich wirklich für partnerschaftliche Sachen. Auch die Einhorn-Pyramide, die werde ich auch gleich noch mit dir zustellen, wenn wir arbeiten. Das eignet sich wirklich für alle Liebesthemen unheimlich gut und eben auch diese Einhornstäbe. Zusätzlich wirken alle Stäbe, auch die Engelstäbe und dieser Einhornstab eben auch gegen negative Energien, also eventuell auch schwarzmagische Angriffe. Also er boostert deine Energie, wenn du dich nicht gut fühlst.
Und wenn du öfter damit arbeitet, werden natürlich auch deine Fähigkeiten mit dem Channeln, mit dem Kartenlegen, überhaupt deine Kanäle immer mehr gereinigt und du kannst immer mehr auch wahrnehmen. Also auch die Fähigkeiten deiner Medialität werden gefördert. Und zusätzlich gleicht dann noch die innere Frau und den inneren Mann aus, also diese inneren Themen, ja, von Mann und Frau, die männliche und die weibliche Seite in uns wird durch diese Stäbe auch noch positiv beeinflusst und bringt diese Energie in dir in Balance. Ja, wenn du ein Thema hast, beziehungstechnisch, kannst du auch einfach die beiden Namen der betreffenden Person aufschreiben und den Stab drauflegen, über Nacht wirken lassen. Auch das wirkt dann auf dein Thema. Ja, oder wenn du dir Energiekreise legst, mit meinen Karten kann man ja unheimlich gut auch Energiekreise legen. Da kannst du dann einfach auch den Stab in die Mitte legen und das Ganze damit nochmal energetisieren. Oder eben auch mit der Einhornpyramide. Ich stelle sie jetzt mal dazu. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Und wir suchen jetzt mal einen raus von den Stäben. Ich nehme mal einen von da vorne und lege die anderen mal zur Seite. Und wir schauen mal, welche Karten wir jetzt nehmen. Also ich möchte jetzt ein Thema bearbeiten für deine Beziehung, einen Chakrenausgleich für deine Beziehung machen. Also wenn du ein Thema hast, was gerade nicht so läuft, können wir das damit bearbeiten. Alles das, woran du jetzt denkst, dort fließen die Energien hin und wirken für dich, wenn du innerlich dein Ja gibst. Ja, wenn du nicht mitmachen möchtest, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Oder wenn du sagst, ich habe aber kein Thema mit meiner Beziehung, dann kann man trotzdem den Chakrenausgleich machen und einfach die Energien mal ausgleichen. Also das kann auch nicht schaden, wenn man das ab und zu mal wieder so tut. Jetzt möchte ich aber noch ein paar Hinweiskarten ziehen, die wir noch haben auf dein Thema. Du brauchst einfach nur dein Thema in deinen Kopf holen und wir starten mal rein und ich ziehe uns mal ein paar Urkraftkarten dazu. Also welche Kraft fehlt jetzt vielleicht auch der Beziehung oder der Partnerschaft oder der Ehe, Dualseelengeschichten? Wir gucken mal. Und da fällt das Licht des Universums. Ihr seht, wir sind unterstützt auch vom Licht des Universums. Das wird auch gleich dann in unseren Chakrenausgleich mit reinfließen. Die Intuition, auch ganz wichtig. Dann haben wir das weiße Licht auch für die Reinigung dieses Themas. Super, dass das jetzt auch fällt. Und wir nehmen noch eine letzte Karte mit rein. Ja, die Seelenfamilie. Wunderbar. Ja, das heißt, auch Seelenpartner kommen jetzt immer mehr zusammen. Seelenfamilie, Seelenpartner. Hier geht es um Partnerschaften im Moment in dem Video. Und deswegen sind es auch Seelenpartner. Und auch die aktuelle Energie, jetzt auch um Ostern rum, der nächste Vollmond am 16.04., eignet sich wirklich super gut, um dass sich jetzt Seelenpaare auch finden können. Ja, also wenn du Solo bist, ist es jetzt eine mega gute Zeit, auch jemanden kennenzulernen, in so einer Leichtigkeit, in so einer Beschwingtheit. Und auch das funktioniert jetzt von der Energie mega, mega gut. Ja, also diese Karten unterstützen uns. Und dann kannst du jetzt einfach dein Thema in den Kopf holen. Und ich starte mit dem Chakrenausgleich für dein Thema. Und wir fangen an mit dem Wurzelchakra. Und falls du diese Pyramiden hast oder auch meine Chakrenkarten hast, kannst du auch einfach mit dem Stab und den Karten oder mit dem Stab und den Pyramiden, auch die Chakrenhalbkugeln kannst du verwenden, den Chakrenausgleich machen, indem du einfach die Chakren von unten nach oben durchgehst oder von oben nach unten. Macht es immer nach Gefühl, also nach Intuition. Und dann arbeitest du mit den einzelnen Pyramiden. Und ich hole mir die jetzt einfach mal hier hinten zu mir, dann kann ich besser arbeiten und ich starte mit dem Wurzelchakra. Und du kannst dich einfach entspannen. Und wenn ich jetzt hier hinten im Hintergrund arbeite, dann mache ich nichts anderes, als dass ich wirklich auch den Stab einfach nur an die Pyramide halte. Die Energien fließen dann schon über den Stab. Die Pyramide hat ja auch nochmal eine energetische Wirkung. Oder du kannst auch mit einer Acht, ne, das Unendlichkeitssymbol kannst du auch arbeiten. Oder aber auch hier mit meinen Symbolen. Hier oben ist es ja auch in der Pyramide mit eingearbeitet. Falls du bei mir mal eine Ausbildung gemacht hast zum Engelmedium,
Dann darfst du ja auch mit diesen Engelsymbolen arbeiten. Es gibt ganze 4 Stück, die ich bisher veröffentlicht habe, und auch die kannst du dazu natürlich benutzen. Und ich lasse mich jetzt einfach führen, welche Energien rein möchten, mit was ich das mache. Und du lässt einfach die Energien fließen, denkst an dein Thema und schon gleichen wir die Energien zu diesem Thema aus. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch die Augen schließen. Und lass einfach die Energien fließen in dein Thema hinein. Ja, wir arbeiten jetzt am Wurzelchakra dieser Situation sozusagen oder der Beziehung. Es kann trotzdem sein, dass du das natürlich auch in deinem Wurzelchakra fühlen kannst. Ja, vielleicht spürst du auch eine sehr starke Erdung jetzt über die Füße, über deine Beine. Vielleicht auch eine Wärme, die aufsteigt. Und lass einfach alles los, was sich jetzt zeigt, und geh in die komplette Entspannung. Wenn du spürst, dass du noch angespannt bist, dann lass auch so diesen letzten Stress jetzt los. Wir gehen jetzt über zum Sakralchakra. Und atme tief ein und aus. Und gib mit jedem Ausatmen auch etwas ab, was dich belastet in dieser Beziehung, von deinen Gefühlen, von deinen Emotionen. Gib das bewusst in die Erde ab. Wir gehen weiter. Ist der Solarplexus zum Solarplexus-Chakra. Da können sich jetzt vielleicht auch Emotionen zeigen, die deine Lebensfreude so ein bisschen drosseln. Vielleicht, wenn viel Konflikte, wenn viel Diskussionen sind, ja. Vielleicht kommen dir da Bilder in den Kopf. Und dann gib auch diese Bilder in die Erde ab. Lass das alles los, was dich belastet. Vielleicht spürst du das auch im Bauchraum. Ja, das Solarplexus-Chakra ist ja um den Bauchnabel herum. Ja, und dann gehen wir weiter zu dem Herzchakra. Und da kann es natürlich sein, dass da alte Verletzungen noch gespeichert sind in dir. Ja, da kann vielleicht eine Traurigkeit hochkommen, Verletzungen, und gib auch diese Verletzung ab und geh wirklich in die körperliche Entspannung und lass das alles da sein, was ich jetzt zeigen möchte. Vielleicht musst du tief ein- und ausatmen. Und gib auch über das Ausatmen diese, ja, Verletzungen in die Erde bewusst ab. Dann gehen wir weiter zum Halschakra. Da geht es um die Kommunikation. Vielleicht zeigen sich da nochmal Themen, die du vielleicht nicht angesprochen hast, die du dich nicht traust anzusprechen. Und vielleicht ist es jetzt möglich, dass eine Kommunikation möglich wird, ja, über diese Energiearbeit. Vielleicht spürst du das auch direkt am Halschakra. Manchmal haben wir so eine Heiserkeit, ja, wenn das Chakra blockiert ist. Oder wenn es gerade um ein Thema geht, dass du dich ständig räuspern musst. Ja, das sind meistens blockierte Halschakra-Themen. All das kann natürlich jetzt auch passieren, wenn wir an dem Halschakra arbeiten, weil sich die Energien dann in Balance bringt.
Und falls du ein Thema im Kopf hast, was du gerne ansprechen wolltest, dann tu das auch gerne im Anschluss nach dieser Energiearbeit, wenn das dann passt. Ja, Aussprache ist immer ganz, ganz wichtig. Und wir gehen weiter zum dritten Augechakra. Zwischen den Augenbrauen, ja. Und vielleicht nimmst du da auch Dinge wahr über dein drittes Auge. Und wir gehen weiter zum Kronenchakra. Ja, vielleicht spürst du das auch direkt am Kronenchakra oder am Kopf, ja, die Verbindung, ja, mit der geistigen Welt, mit dem Universum. Vielleicht spürst du so ein Kribbeln am Kopf. Ja, und jetzt gleiche ich nochmal das gesamte Feld aus. Und falls du die Werkzeuge hast, kannst du das natürlich auch immer wieder neu für dich machen. Du kannst auch dieses Video hier nutzen mit anderen Themen natürlich. Wenn man selber damit arbeitet, ist es nochmal magischer, ja. Und auch die Energie von dem Stab natürlich noch für viele andere Dinge nutzen kann. Aber das wollte ich heute mit euch machen in diesem Video. Und schreib mir gerne deine Erfahrung unten in die Kommentare. Like das Video, wenn dir das gefallen hat. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Ja, meine Wochenbotschaft hat ja jetzt 2 Wochen Pause, aber es gibt dann bald wieder eine Wochenbotschaft. Und dann geht es wieder ganz normal weiter hier, damit du nichts verpasst. Ja, kannst du auch die Glocke abonnieren und dann bekommst du immer aktuell alle Videos zuerst. Ja, und wir sind am Ende des Videos angekommen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du die Energie wahrnehmen konntest und was sich bei dir tut, vielleicht auch in dem Thema. Wenn du den Stab schon hast, dann kannst du mir auch gerne schreiben, wie das für dich wirkt und was du schon alles damit bearbeitet hast. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Freude damit. Du kannst das Video hier auch immer wieder für ein anderes Thema anwenden. Ja, die Energien fließen immer wieder in dein neues Thema, was du bearbeiten möchtest. Ja, ich wünsche euch jetzt wunderschöne Osterfeiertage und alles, alles Liebe von mir zu euch. Ciao!